Auf der Sportanlage von TuS Gumet Aarsten trafen sich Menschen mit geistiger Behinderung, um Medaillen und Urkunden zu kämpfen. Die dritten Landesspiele von Special Olympic Bremen für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung konnte man vom 24. bis 26. Juni auf der Sportanlage des TuS Gumet Aarsten erleben. Gelebte Gemeinschaft, pure Leidenschaft und Lebensfreude waren bei diesen Spielen überall zu spüren. In den unterschiedlichsten Sportarten wurde um Medaillen und Platzierungen gekämpft. Leichtathletik gehört zu den beliebtesten Sportarten bei diesen Spielen. Benjamin, du warst ja auch eben beim Weitsprung dabei. Ja. Musst du noch mal springen? Zweimal noch. Was hast du für eine Weite vorgenommen? 3,50 Meter. Wo gibt es denn eine Medaille für? Aber erst morgen. Peter, du bist eben ganz toll gesprungen. Ja. Weißt du das Ergebnis schon? Ja. Ja? Wie weit bist du gesprungen? 2,92 Meter. Oha. Und ich habe gehört, du bist auch ein ganz fleißiger Läufer. Ja. Was ist denn so dein größtes Erlebnis gewesen, was du bisher so gemacht hast? Ihr wart, wo seid ihr jetzt gewesen? Beim 3-Stunden-Lauf, ne? Ja. Und wo war das? In dem Horst. Aha. Bei der Drafttherme. Mhm. Eine Drafttherme. Und wie viele Teilnehmer wart ihr da? Weißt du das noch? Oh, weiß ich auch nicht. Und welchen Platz hast du gemacht? Erster Platz von Team, Shuttlelauf. Ich habe gehört, du kannst auch Marathon laufen, ist das richtig? Ja. Oder nur 20 Kilometer laufen? Ja, kommt drauf an, was du schaffst. Ah, Thomas, ja. Du bist eben ganz toll gesprungen hier. Ja. Bist du mit deiner Leistung zufrieden? Sehr zufrieden. Aber ich könnte das auch noch besser machen. Weißt du denn die Länge, wie weit du gesprungen bist? 2,59 Meter. Ich habe den gestern gerade, glaube ich, irgendwo im Fernsehen gesehen. Ist ja, das richtig? Ja? Ja. Und welche Ziele hast du dir heute vorgenommen? Ich warte einfach mal ab. Ich lasse mich überraschen. Und wo, in welchen Sachen machst du mit? Weitsprung und Kugelstoßen. Aha. Schüler aus Obervieland waren begeisterte Zuschauer. Und wer von den Läufern sein Ziel alleine nicht erreichen konnte, dem wurde auch geholfen. Fußball gehörte zu den beliebtesten Sportarten bei den Landesspielen. Von den insgesamt 400 Teilnehmern waren mehr als 100 Fußballer, die an zwei Tagen um Medaillen kämpften. Sehenswerte Kämpfe sah man beim Judo-Turnier, wo gerade Matthias Wicking in seiner Altersklasse seine erste Goldmedaille gewonnen hatte. Matthias, du hast schon wieder gewonnen? Ja. Ja? Ist das schon ein Seriensiege, was du machst? Das erste Mal den ersten Platz, erste sonst hatte ich immer den vierten. Hast du da hart für trainiert? Ja, habe hart für trainiert. Genau, setzt euch einfach hin. Einfach mal den hinsetzen, machen wir mal ein Foto. Wer sind Sie jetzt? Ich bin die Mutter. Sie sind die Mutter. Und da kann man ja stolz sein auf so einen, ne? Ja. Ich habe zwar leider den Kampf nicht gesehen. Wie lange macht er das schon? Wie lange macht er das? Etliche Jahre. Ja. Im folgenden Kampf hatte René Knoche sichtlich Mühe, seinen Gegner zu bezwingen. Ja.
René, ich habe eben deinen Kampf beobachtet. Hm? Hast du gewonnen? Ja. War das ein schwieriger Gegner? Ja. Wo hattest du denn Probleme, um ihn schneller aufs Kreuz zu legen? Weiß ich nicht. Ich brauchte ihn so umzudrehen, war ein bisschen schwierig. Was hat denn dein Trainer dir am Schluss noch gesagt? Dass ich ein bisschen herangehen soll, ja nicht so. Aha. Aber sonst warst du zufrieden. Du siehst noch ganz kaputt aus. Hast du eben schon gekämpft? Ja. Wie ist es gelaufen? Nicht so gut. Nein. Nicht so gut? Nein, überhaupt nicht. War das der einzige Kampf heute? Oder musst Nein, du noch? Noch einmal. Noch, noch einmal. Dann kann das ja nur besser werden. Das hoffe ich aber auch. Den folgenden Kampf konnte Sven Hampf dann für sich entscheiden. Du hattest eben deinen zweiten Kampf. Mhm. Ist der besser gelaufen? Auf jeden Fall, ja. Den ersten hast du ja verloren, ne? Mhm. Aber eben nach Punkten gewonnen oder weißt du das nicht so genau? Das weiß ich nicht so genau. Aber du weißt, dass du gewonnen hast. Ja. Gut. Dann gibt es eine Medaille, ne? Hoffe ich mal, ja. Oder musst du noch öfter ran auf die Matte? Nee. Jetzt nicht mehr. Heinz Meyer. Ich glaube, der Leiter der Judo-Abteilung im Martinshof. Mit Stefan zusammen, genau. Special Olympic Judo-Kämpfe heute Morgen. Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Also wir sind super zufrieden. Das waren Top-Kämpfe heute gewesen. Und in Anbetracht, dass wir mit Octagon zusammen, zusammenarbeiten, haben die Leute super Kämpfe abgegeben. Und war einfach fantastisch gewesen. Special Olympic wird ja immer bekannter. Auch, sag ich mal, Sport mit Behinderten. Ja. Merkt ihr das in eurer Abteilung auch? Also wir sind mittlerweile mit über 20 Leuten sind wir die stärkste Gruppe in Norddeutschland. Wir merken schon, dass das weiter nach oben geht. Und der Sport wird ja eben halt auch dadurch mehr gefördert. Und es ist auch wichtig für die Leute. Man sieht ja auch hier den Zusammenhalt und die erfolgreichen Kämpfe. Also es bringt schon eine ganze Menge her. Also von unserer Seite nochmal an euch allen ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich bin also ganz überrascht und überwältigt von dem, was hier an Leistung gebracht wurde. Auch an unseren Gästen aus Rothenburg. Und ich denke mal, wir werden uns bald wiedersehen, weil wir haben uns ja verabredet, dass wir zusammen mal was machen werden. Und ich denke mal, da wird noch was Gutes bei rumkommen. Und ihr profitiert alle davon. Ihr seht ja, die große Gruppe jetzt aus Bremen und Lilienthal, ihr sind zusammen und jeder lernt von jedem und das ist für euch genauso gut. Ja? Aber im Vordergrund, wie gesagt, steht der Spaß. Wir als Zuschauer und als Trainer und als Organisation haben einen wahnsinnigen Spaß daran gehabt, was ihr für eine tolle Leistung gebracht habt. Also, der Applaus geht an euch. Renate Jonas hatte die Moderation auf der Siegerbühne übernommen und befragt hier zwei Radrennfahrer. Musstest du klingeln? Nein. Hast du Vanessa gerufen? Nein. Oh, was hat er denn gemacht? Der hat nur getreten, ne? Vanessa, hast du ihn gesehen? Ja. Wolltest du ihn einholen? Ja. Hast du das geschafft? Nein, leider nicht. Oh, schade, 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 schade. Aber bist du zufrieden? Warst du schnell genug? Ja, eigentlich schon. Mit Hugo war ich schnell genug. Hugo, das ist doch dein Fahrrad, ne? Ja. Oh, hast du Hugo hier? Nee, ne? Und den. Ach, schade, sonst hätten wir ja Hugo hier mal auf die Bühne geholt, ne? Hugo kenne ich jetzt seit 3 Jahren von dir, ich habe ihn noch nie gesehen, ne? Und ist Hugo richtig gut gelaufen oder hat er gebockt? Nein, der hat also sehr gut gelaufen. Am Ende ist er sogar
ein bisschen zu eifrig gewesen. Da war er ziemlich schnell und hat ziemlich viel Gas gegeben. Aber er hat dich nicht abgeworfen. Nein, und wir hatten auch keine Panne. Ja, wunderbar. Dann können wir schon mal ganz gespannt sein, welche Plätze diese drei nachher beim Radfahren hingekriegt haben, ne? LSB-Präsident Andreas Fromm besuchte alle drei Tage die Veranstaltung und musste Renate Jonas einige Fragen beantworten. Was halten Sie davon? Also das finde ich wunderschön. Der Gedanke ist, dass ihr nicht so weit weg seid, sondern dass ihr hier angeschlossen seid an einem Ortsteil. Und ich glaube, wenn wir gestern Abend gesehen haben, wie viele hier euch zugeguckt haben und auch heute hier viele über die Anlage gegangen sind, dann macht doch Sport viel mehr Spaß, wenn man Zuschauer hat, oder? Und das ist die Antwort. Welches ist denn Ihre beste Sportart und welches ist Ihre liebste Sportart? Meine eigene? Also früher, als ich noch jünger war, da habe ich Handball gespielt. Und was ich heute noch mache, ist Turnen. Turnen? Wollen wir ihn fragen, ob er noch einen Handstand vormacht? Ja! Aber guck mal, er hat so ein Jackett an, da geht das ja irgendwie. Echt? Wow! Bühne frei! Wow! Also, die SOB schaffen es, dass der Präsident des Landessportbundes Kopf steht und die Welt auf den Händen verkehrt rum ansieht. Das passt zu den Special. Aber Kompliment, kann einer von euch das? Dann kann er mal ein Trainingslager machen. Na, von allen einen Handstand ziehen. Machen wir nachher. Ich habe noch eine Frage. Ich wollte fragen, wie du, sie oder du, du, wie du zu Special Olympics gekommen bist. Wie bist du eigentlich auf uns drauf gekommen? Ja, das war die Inge Lore, die schon im Oktober gefragt hat, ob wir nicht unsere Sportanlage zur Verfügung stellen können, weil sie die kennt und wir ja eine wunderschöne Tribüne haben und weil wir hier gut angeschlossen sind. Und dann haben wir überlegt und geguckt, ob wir das hier reinkriegen, und es hat ja sehr gut gepasst. Dankeschön dafür. Bitte, Vanessa. Welches ist deine liebste Sportart und welches ist deine beste Sportart? Also erstmal einen Handstand kann ich nicht. Kompliment, Andreas. Super. Klasse. Also ich komm dann mit euch ins Trainingslager. Wenn Andreas das Trainingslager macht, muss ich auch mitgehen, weil ich keinen Handstand kann. Ja, was ist meine beste Sportart? Also meine liebste Sportart ist Laufen, weil das kann man überall machen. Wo brauchst eigentlich nur Turnschuhe dazu, das kann man fast auch in der Jeans machen. Das ist, glaube ich, so meine liebste. Eine beste habe ich gar nicht, Renate. Also ich glaube, ich bin überall nur so... Naja, nicht so gut. Was hast du an ihn noch für einen Wunsch oder ihm etwas Besonderes mitzugeben zu diesen Tagen hier? Also was ich mitgeben möchte, ist einfach ein ganzer Sack voll Dankeschön-Wünsche an euch alle, die ihr hier geholfen habt. Egal, ob das euer Steven, euer Hausmeister gewesen ist, ob das Kurt oder Helmut oder wie sie alle heißen, Reinhard, Andreas, alle, die uns geholfen haben. Also ich glaube, der Sack kann gar nicht groß genug sein, um sich dafür zu bedanken. Und Wunsch ist, dass wir ganz sicherlich, und das würde ich mir wünschen, mal wiederkommen dürfen. Also bisher habt ihr euch hier ganz toll benommen und betragen und ihr habt ganz viel Spaß an dem Sport, das ist ja schon mal ganz wichtig. Und wenn ihr die letzten Zeiten hier und die Party heute Abend auch alle gut über die Bühne bringt und wir das mit unseren Sportlern wieder hinkriegen, dann werden wir ganz bestimmt ganz ernsthaft darüber sprechen. Wow. Immer wieder ergreifend die Siegerehrung mit der obligatorischen Special-Olympic-Hymne.
Hier freuen sich die Athleten über den letzten Platz, genauso wie über eine Goldmedaille. Mit ihrem Hugo. Silber, wir kennen ihn auch schon, glaube ich. Es geht los. Die Hymne der Special Olympics Bremen. Landesspiele Special Olympic gehen zu Ende. Ja. Du bist der Athletensprecher. Warst du mit der Veranstaltung hier zufrieden? Also ich war hochzufrieden mit der Veranstaltung. Ich bin heute ein bisschen heiser, weil das gestern war die Athletendisco und da habe ich mitgesungen und das hat riesen Spaß gemacht. Hast du dich total verausgabt gestern Abend? Ja, und heute nochmal auf dem Platz nochmal verausgabt und dann ja. Du warst ja jetzt der Athletensprecher hier. Hattest du denn auch Zeit selber Wettbewerbe mitzumachen? Nee, keine Zeit gehabt, aber ich habe trotzdem noch mal geguckt, ob alles okay war und habe gefragt, die einzelnen Sportler. Und von dir aus gesehen gibt es nichts zu bemängeln oder können wir etwas verbessern? Also die längere Zeit, also zum Beispiel, dass es nicht nur 3 Tage gibt, sondern mehr Tage gibt, also 5 Tage zum Beispiel. Aha. Damit es auch mal ein bisschen besser läuft und so, aber 3 Tage erstmal auch gut gewesen. Vanessa, die Landesspiele Special Olympics sind zu Ende. Du warst Athletensprecherin oder bist es noch? Warst du zufrieden? Ja, ich war sehr zufrieden. Es waren schöne Spiele, schöne Momente des Trauers und des Glückseins. Man ist sich um die Arme gefallen. Es war wirklich schön. Und ich freue mich auf die nächsten Special Olympics. Wunderbar. Haben Sie die Lebensfreude der Athleten beobachtet? Ich glaube, wir können uns über eine Urkunde nicht so freuen wie diese Menschen.